Ding so stark? Ja, wie gesagt, ich versuche einfach mal so ein bisschen kreativer zu sein, dass man auch mal so ein paar Videos macht, die sich halt von dem hier so ein bisschen abheben. Denn Hauptsache ist immer, dass der Kram Spaß machen muss. Irgendwie habe ich halt mal Bock, ein bisschen kreativer zu sein. Vielleicht ist das ein automatischer Weckruf für mich, auch noch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wieder mehr Zeit rein zu investieren, weil eigentlich habe ich aktuell die Zeit dafür. Nur, ich weiß nicht. Einerseits Faulheit, andererseits dieses seltsame Unsichersein immer noch, sich hier hinzusetzen und zu reden. Was man meint, eigentlich irgendwann mal abzustellen. Abgestellt zu haben, aber ich wollte nicht so. Warum kann ich jetzt nicht buddeln? Dauer G. Okay. Interessant. Was auch immer das ist. Ja, was haben wir noch so für Themen? Ich versuche gerade irgendwie so. Ich sollte mir für die nächste Aufnahme mal so einen Plan von Themen zusammenschreiben, über die man reden kann. Das wäre mit Sommer. Sommer heißt meistens auch Gamescom-Zeit. Das wird für mich dieses Jahr ausfallen. Da erstens, die letzten beiden Jahre waren echt relativ enttäuschend. Ich meine, man hat ein paar Leute getroffen, das waren eigentlich die einzigen Highlights. Ansonsten war das ja wirklich so ein. Man geht hin, läuft drüber, sieht diese befüllte, ja, Halle. Oder beziehungsweise diese ganz überfüllten Hallen. Und ich weiß nicht, entweder man stellt sich an und dann ist der Tag gelaufen bei einer Sache, oder man lässt sich kaputt trampeln von der Riesenmenge. Es gibt irgendwie wenig, was mich interessiert. Die letzten Jahre war das eher so, dass diese großen Titel, COD, Battlefield, FIFA und sowas, mit jedes Jahr ihre Nachfolger rausbringen, das dann massig Leute anzieht, aber für einen selbst ist halt nichts Besonderes da. Und vor allem sehe ich es halt auch nicht ein, mich in 5 Stunden irgendwo anzustellen, um ein Spiel anzuzocken für 10 Minuten, das in 2 Monaten eher erscheint. Nee, irgendwie, erstens, deswegen dieses Jahr mal keinen Bock, und zweitens, weil ich eh im Urlaub bin zu der Zeit, also ich komme am Gamescom Samstag quasi zurück und dann nochmal für einen Tag nach Köln fahren, nach Bayern aus, nee, machen wir lieber nächstes Jahr wieder. Ja, während sich unsere Heinis sehr fröhlich umhämmern, gibt's noch so zu erzählen. Ich weiß es nicht, ich schweige jetzt einfach wieder, lass es sein. Nee. Ich habe so viel geredet und fällt mir nichts mehr ein. Sachen, die die Zukunft bringen. Ich freue mich unglaublich auf Yoshi's Woolly World. Wird ja hoffentlich dann wieder so ein typisches Teddy und Dry RP, nachdem jetzt der Kirby und der Regenbogenpinsel so lala lief. Zumal das Spiel halt auch echt nicht, was nicht zum Zugucken ist. Das ist schon beim Spielen irgendwie langweilig und langsam. Ich will mir gar nicht wissen, wie es dann für ein Zuschauer erst abläuft. Kann man es ja wirklich nur durch die Kommentare retten, eigentlich. Was mich auch dazu bringt, mal so allgemein über meinen Kanal nachzudenken. Weil wir haben vor knapp 4 Jahren damit angefangen. Und es lief ja damals echt gut. Wir haben regelmäßig Sachen hochgeladen. Wir haben viele Projekte laufen gehabt. Wir haben eine schöne Community aufgebaut. Und eigentlich so ab Teddys Umzug über meine Ausbildung rüber hat man dermaßen viel, ja, Leerlauf gehabt. Teilweise wirklich monatelang, wo gar nichts kam. Und dementsprechend hat sich die Community halt auch ziemlich zerschlagen. Wir haben halt so einen festen Kern von, ich sag mal, ja, 20 Leute, die redet. Von so 20 Leuten, die halt immer noch seit Jahren dabei sind und zugucken. Aber ich bin letztendlich so ab und zu am Überlegen, ob man nicht einfach den Kanal nochmal neu startet. Weil, ich meine, Spaß macht so oder so, klar. Aber der Hauptaspekt, den mir halt an dem YouTube-Kram gefällt, ist der Kontakt zu den Leuten, zu den Zuschauern. Und das ist halt sehr, sehr schwer irgendwie zu erreichen, da gerade neue Leute es schwer haben, da irgendwie nur einzusteigen. So von wegen. Mal aufpassen. Hau wenigstens einen von denen mal weg und tschüss. Ich mach den Kampf gerade und dann melde ich mich wieder. Moment. Kommt, Leute. Gewalt. Einfach nur Gewalt zeigen. Ja, wollen wir noch gar nicht sehen.
Ja, das ist auch gerade für neue Leute schwer, ist auf so einen Kanal zu kommen, wo man sieht, okay, da stehen jetzt inzwischen 1200 Abos, aber die Videos haben halt nur so eine Aufrufzahl von nach einer Woche von ungefähr 50. Es stört mich, wie gesagt, kein Stück. Ich bin das echt, ich mache den Kram nicht, um irgendwie groß Erfolg zu haben, dann müsste ich den ganzen Kram mit eh anders aufziehen. Aber ja, es ist halt schwer, eine Community aufzubauen, wenn man da schon sieht, dass irgendwie Zahlen zusammenpassen, dass quasi eine theoretisch große Zahl an Zuschauern da ist, aber unter den Videos dann zwei Leute kommentieren. Das ist natürlich irgendwie schwer, selbst dann so ein bisschen reinzukommen. Ich lese kurz mal. Blogging schreiben. Kartoffelkäfer, Flugzeug, Kamel, Kartoffelkäfer, Flugzeug, Spinne. Band vom Olympia, Gottesanbeterin Olympia, Sonnenöl Olympia. Kartoffelhubschrauber, Paprika, Sonnenöl, Heuschrecke, Recycle King. Stimmt. Ja, das würde ich eigentlich auch so unterschreiben. Habe ich jetzt schon das nächste Land erreicht, oder wie? Komm mal gucken. Oh, ich bin auf jeden Fall auf dem Weg zur Insel da rechts. Künstliche Insel. Wahnsinn. Stimmt, das ist hier nur noch der König, der fehlt. Den Rest haben wir ja schon geschafft. Wird mein Kanal doch bald enden. Yay. Ja, auf jeden Fall. Bin halt echt so am Grübeln, ob es sich lohnt, nochmal so einen Neustart vom Kanal zu machen. Dass dann quasi die Leute, die halt jetzt mal noch gucken und auch regelmäßig dabei sind, dann einfach sagen: Okay, wir machen mit, wir kommen da mit, ihr baut was Neues auf, jetzt fangen wir von vorne an. Oder ob man jetzt einfach wieder versucht, indem man jetzt wieder wirklich kontinuierlichen Content anbietet, wie es jetzt die letzten Wochen zum Glück endlich mal funktioniert hat. Quasi zu hoffen, dass einerseits die alten Leute nochmal drauf aufmerksam werden und wiederkommen und dann gleichzeitig wieder neue Leute auftauchen. Ich weiß halt nicht, was mehr Sinn macht. Also, wie schon gesagt, eigentlich lebt man ja davon, dass man Feedback von Leuten bekommt, dass man neue Leute kennenlernt. Ich habe so viele Leute über YouTube und über die Videos hier kennengelernt. Es ist irgendwie schade, dass ich mir das selbst quasi verhauen habe, indem ich dermaßen inaktiv geworden bin. Ist da. Ja, das ist eine volle Absicht. Weg. Fuck. Ja, dass ich irgendwie jetzt zwischen halt diese komplette Community, die wir immer aufgebaut hatten, bei der dann, wenn wir gestreamt haben, dann wirklich so 20, 30 Leute kamen, die ich meine, alle kannte, mit denen man alle schon zu tun hatte, mit denen man alle schon mal ein bisschen privat wenigstens geschrieben hatte, dass sich das jetzt halt zerschlagen hat, weil eben von einem selbst nichts mehr war. Muss ich halt echt mal überlegen, wenn hier noch Leute mitgucken und wow, und Alter, nein. Und ja, noch interessiert sind an dem Zeug hier, könnt ihr auch mal sagen, was ihr vorschlagen würdet. So von wegen einfach weitermachen wie bisher und hoffen, dass es was wird, oder sagt man lieber, nee, ich glaube, das wird nichts mehr, mach lieber nochmal einen Neustart, zieh das Ding nochmal komplett neu auf. Wäre halt echt unschlüssig. Aber so oder so, es tut allein schon mal wieder gut, hier zu sitzen und aufzunehmen, dann man vermisst es irgendwie schon und man ärgert sich auch gleichzeitig so unglaublich, wie man so blöd sein kann. Ja, einfach wegen Schüchternheit oder Unsicherheit dann das hier wegzulassen. Denn es macht einfach Spaß. Oh Gott, ich sterbe übrigens gerade. Also ich glaube, ich bin hier noch ein bisschen zu früh. Kommt hier irgendwo. Ne, komm. Ich will mal zurück ins Schloss. Wir haben hier eine Kanone gebaut. Ich komme nicht ins Schloss zurück aktuell. Sehe ich das richtig? Yay! Ja, bin mal gespannt, wie sich das jetzt alles entwickelt. Ich hoffe halt natürlich, dass sich jetzt so Stück für Stück wieder alles ein bisschen normalisiert, aber ich hasse Hitboxen in Spielen, die nicht funktionieren. Oh Gott, warte mal, ich bin Game Over, das heißt, ich müsste jetzt alles nochmal machen, oder? Oh, bitte. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Ernsthaft? Wieso? Ich hatte es doch. Ja, so ist das, wenn man darüber neu hofft. Alles geht schief, was schief gehen kann. Okay, gut, dann mache ich das jetzt einfach irgendwann nochmal offscreen nach, soweit wir da kamen. Ich laufe jetzt gerade mal ein bisschen im Königreich rum und dann habe ich auch zwei Parts offen und kann ich morgen ein bisschen geplanter an die ganze Sache rangehen.
Auf jeden Fall ist es echt mal wieder schön, hier zu sitzen und den Kram, ja, einfach wieder anzugehen, durchzuziehen. Ich hoffe, ich kann auch wieder weitermachen. Ich habe auch so Bock für MK8 so ein bisschen mehr zu machen. Einfach so ein bisschen rumzufahren mit ein paar Leuten. Vielleicht da ein bisschen drauf loszulabern. Habe immer noch, wie schon vor einem Jahr eigentlich auch gedacht, Lust, diese Clanwar-Berichte, die Hering früher gemacht hat, mal wieder zu beleben. Da gibt es auch so viele Interessenten für, aber ich habe jetzt viermal aufgenommen und viermal sind dann halt Sachen passiert, die es halt im Endeffekt, ja, wo man halt nicht so einen Bericht draus machen kann, weil dann irgendwie Stress mit Gegnern war oder weiß nicht, es sind halt so viele Sachen gewesen, die sich halt nicht anbieten, um daraus noch so einen Bericht zu machen. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt unter der Woche nochmal irgendwas aufnehmen kann und dann, egal, ob es einfach so ein Billig-CW ist, 3 gegen 3, einfach mal hinsetzen und wieder, ja, sowas Kreatives halt zu machen. Wäre schon ganz cool, mal da in die Richtung irgendwas zu tun. Und, ja, ansonsten, wie gesagt, wenn da irgendwas einfällt, über das man mal labern könnte, das ist jetzt eben mein, ich nenne es jetzt so eine Art Tagebuchprojekt, wo ich mich hinsetze, so alle paar Tage, Wochen, einfach mal auch ein bisschen was über mein Leben erzählen kann. Zum Beispiel, dass der Heuschnupfen immer noch nervt. Ja. Man kann mal gucken, sollen wir mal wieder heiraten? Hier ein bisschen Nachwuchs zeugen in der Kirche? Ja, komm. Hau mal die Leute mal rein, wenn ihr nicht hören. Schön. Jo, dann überlege ich mir jetzt einfach mal, was wir denn morgen so alles anstellen können in dem Spiel hier. Zeug noch ein paar Kinder und dann, wie gesagt, bald ich nochmal diese 20 Minuten nach, die ich jetzt gerade leider verzockt habe. Elke, Leute, warum immer diese Namen? Ja, wie würde ich dann sagen, machen wir noch eine Hochzeit, hoffen, dass wenigstens eins der drei Kinder einen nicht ganz so schlimmen Namen bekommt. Benno. Gab's nicht schon mal einen Benno? Ich würde schwören können, es gab noch einen Benno. Warte mal, wo ist denn das Hochzeits? Wo ist denn das Pärchen? Hier, Leute, sag doch mal. Könnt euch reden. Udo. Ihr habt einen Udo gezeugt. Leute, das geht doch nicht. Irgendein cooler Name noch, bitte. Wenigstens einer. Ah? Ich frage mich auch, wie die das machen. Gehen die da rein, sagen spontan, ach, wenn wir schon hier sind, ne? Weißt du, das kann man doch heiraten und ach, komm, wir mal auf. Ja, Kind geht auch noch. Wird schon passen. Komm. Elke, Udo und wen haben wir jetzt noch? Karl Otto? Du bist Hofkoch. Ja, das ist. Ich dachte, du bist der geheiratet hat. Hallo? Hallo? Reden? Hallo? Die wollen irgendwie nicht, ne? Karl Otto? Ilja. Na gut, das ist zumindest der Sieger des Tages. Ja gut, also wie gesagt. Ich schau mal, was man morgens anstellen kann. Ich versuche dann nochmal so weit zu spielen, wie wir bisher kamen. Schau mal, ob es noch ein paar interessante Quests gibt. Und dann wird sich schon was finden. Ich hoffe, ab jetzt kann ich auch ein bisschen regelmäßiger aufnehmen, dass ich auch wenigstens ein Solo-Projekt mal am Start habe. Und dann versuchen wir doch mal den Kanal zu retten. Wäre doof, wenn das nichts mehr wird. Von daher, man hört sich dann hoffentlich direkt am nächsten Tag wieder. Bis dann. Ciao.